Was machen wir denn Schönes zuerst? Ich bin für Sandmauern. Wobei, was wäre der nächste Schritt? Schädinmauern. Schädinmauern kriegen wir noch nicht hin. Oder halt diese komischen Elektromauern, weil ich die nicht so ganz traue. Wie würde ich Sandmauern machen? Ich würde eine Wasserpumpe nehmen, ich würde das Wasser filtern, würde Sand bekommen und das dann gleich in eine Maschine packen. Das heißt, das könnten wir auch irgendwo hier so reinwursteln und verstecken. Sieht aber nicht so schön aus. Ja, nee. Ich glaube, ich überspringe die und gehe gleich zu den elektrischen Mauern. 300, 300. Ja. Machen wir das so. Gucken wir, wie es mit denen läuft. Wobei 300, 300 echt ein Happen ist. Wie viel haben wir da gerade so über? Oh, 800, 800. Ja, okay. Sollte machbar sein. So, wir wollten noch Türme bauen. Für die Türme brauchen wir immer komisches Yuki-Zeug. Das wäre hier unten. Was brauchen wir da? Wir brauchen blaues Zeug. Und zwar das blaue Zeug. Okay. Gib das mal her und tu das mal Hälfte da rein. Und wir brauchen mehr von den Unicorn-Chunks. Genau, da ist das blaue. Wir wissen noch, grünes Pulver. Grünes Pulver müssten wir oben eigentlich zuhauf haben, richtig. Mitnehmen. Und die können bitte da rein. Das auch. Pumpjacks auch. Das, das, das. Meister, davon brauchen wir gerade nicht so wirklich. Ja, das Ärmchen nicht. So. Mehr davon. Mehr davon. Und es fehlen noch mehr blaue Dinger. Und die werden ja durch ihn hergestellt. Das ist okay. Und die Force Fields brauchen nicht allzu lange. Gut. Mehr davon. Das heißt, es wird jetzt eine ganze Weile daran hapern, erstmal die hier zu bauen. Wobei da schon ein paar quasi Beschwerden kamen, dass ich nicht zu sehr auf die Türme setzen sollte, da sie ja wesentlich mehr Platz verschwenden als die anderen. Das ist soweit richtig, aber momentan habe ich noch das Problem, wenn ich mit diesen Türmen hier arbeite, dass sie dann halt ein One-Hit sind von den ganzen Spuckern. Das heißt, wir bräuchten erstmal stärkere Türme und die zu erforschen dauert viel zu lange. Und ich brauche hier ein Alienlicht. Habe ich noch irgendwelche Sachen für Alienlichter? Nee. Aber kann ich mir unten vielleicht abholen. Ja, also ich werde erst mit denen arbeiten und einfach eine ganze Wand daraus machen und dann unterstützen, vielleicht dahinter mit irgendwelchen Langstreckentürmen noch arbeiten. Aber fürs Erste sind mir die da... Wow. Lass mich mal hier durch. Sieht nicht gut aus, was da gemacht wird. Nee, hör mal auf, hier weiter zu arbeiten. Das sind viel zu viel zu viele... ja, okay. Gut. Ihr macht das schon irgendwie. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte hier weiter ersetzen. Ich wollte die Sachen unten abreißen, also die Zäpfchen zum Beispiel. Gut. Habe ich das nicht schon? Ja, habe ich schon. Das Ding hier kann so bleiben, das kann auch so bleiben. Es wurde vorgeschlagen, dass ich keine Fässer mache hier bei dem Lubricant. Aber es müsste durch das grüne Ärmchen hier schon beschränkt haben. Das ist okay. Wie viel Säure? Wir haben keine Fässer. Doch, haben wir. Also haben wir auch genug Schwefelsäure im System? Anscheinend. Kann ich jetzt so nicht überprüfen, aber okay. Hier genauso? Nee, wir haben nicht genug Leichtöl. Hä? Achso, weil kein Öl mehr ankommt. Das ist richtig, das stimmt. Das heißt, wir könnten die Pipeline nach oben erstmal wegmachen. Und dann muss ich jetzt unten Replikatoren aufbauen, die Öl herstellen. Wobei auch schon mehrere Leute gesagt haben, ich könnte ja fast komplett auf Öl verzichten.
was richtig ist. Weil fast alle Produkte können wir anderweitig herstellen. Also früher brauchten wir zum Beispiel Schwefelsäure für die Batterien. Die Batterien können wir jetzt aber durch Yuki anderweitig hier zerstört. Wow. Batterien können wir jetzt anderweitig herstellen und recht viele andere Produkte auch. Und auch die Engines, zum Beispiel die roten, könnten wir ja auch replizieren inzwischen. Das war krass. Bau bitte davon noch 5 Stück. Türme, Türme. Und links werden wir auch noch angegriffen. Ja. Ist alles ein wenig haarig gerade. Du nimm das da. Dafür brauche ich gleich einfach alles. Das kann rein. Ja. Also ich könnte darauf verzichten. Auf das Öl eventuell. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt schon will. Momentan läuft die Anlage ja auch noch. Das heißt, ich setze da einfach ein, zwei von den Dingen dahin. Die sollen Öl produzieren und das ist gut. Wird zwar nicht so viel sein, wird bei weitem nicht alles decken, aber es ist schon mal ein Anfang. Das heißt, ich pappe die einfach jetzt hier so hin. So, und ihr stellt bitte Öl her. Wie lange das dauert und wie viel das ist. 4. Ziemlich schnell weg, ja. Aber wenigstens kommt ein bisschen so an. Ich hoffe mal, das reicht in irgendeiner Form. Und das sind ja auch nur die Photonic, da könnten wir auch nochmal aufstufen. Zu Quantum. Ja, bauen wir mal 3 Quantum da hinten dran. Damit das auch schneller läuft. So, die können mit. Die können mit. Ich wollte auch noch mehr Aux-Stations bauen. Aber ich denke, die Türme sind jetzt gerade wichtiger. Da wir doch immer häufiger angegriffen werden. Und dann halt die Force-Fields, sobald die fertig sind. Wobei ich noch keine Ahnung habe, wie die funktionieren. Da stand irgendwas von einem Force-Field-Controller. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen Force-Field Startpunkt quasi setzen und dann mit dem Controller so Blueprint-artig die Mauer ziehen. Und je nachdem, wie viele Felder wir halt ziehen, kostet das mehr Strom. Ja, Strom ist übrigens der nächste Punkt. Wir hatten vor kurzem gerade erst einen quasi Totalausfall. Das heißt, wir sollten eigentlich uns darauf konzentrieren, jetzt viel mehr Strom herzustellen, als wir überhaupt brauchen. Nur um sicherzustellen, dass der nächste Ausfall nicht allzu schnell kommt. Was richtig ist. Das heißt, wir machen das wie? Wir stellen sicher, dass die Dinger hier unten durchgehend laufen. Richtig? Wir haben... Ja, wir haben genug Wasser momentan. Aber ich denke, das liegt daran, dass sie nicht vollkommen ausgelastet sind. Außerdem stand in den Kommentaren, dass die hier durchgehend an sind. Was ein Nachteil von denen ist. Ja, ist es. Und mir gefällt nicht ganz, dass das hier so ist, wie es ist. Also ich hätte gerne hier auch noch 4 von denen. Und das woanders aufgebaut. Das ist momentan unsere Steinproduktion. Wo war jetzt die untere Ecke von unserer Basis? Das wäre auch noch so ein Punkt, den ich gerne demnächst mal abschließen würde. Dass wir quasi die Grundfeste für unsere Basis haben. Wo ist die südliche Mauer und sie dann einmal langziehen und alles andere wegmachen. Wie die Flüsse hier, die kleinen Tümpel und was weiß ich. Dafür haben wir jetzt ja auch die Roboter. Also für Wälder wegmachen hier zum Beispiel. Das bitte einmal alles weg. So. Und ein Water Begon. Blub. Was? Warum bist du da geblieben? So. Und dass sie dann auch alles dicht und so dann nach und nach das alles ganz gerade machen bis nach da. Da runter, da rum. Aber ich denke, da werde ich noch ein bisschen mehr Landfill brauchen. Hm? Ja, das bisschen hier wird nicht reichen.
Ich kann sie schon verballern. So. Dann wird das da wohl die niedrigste Punkte. Guck mal, ob ich das einigermaßen hinbekomme. Nein. So. Haben wir noch Stein? Ja. Bau Landfill. So. Das jetzt alles füllen, Mauer runterziehen und gut ist. Das ist dann die südlichste Ecke von unserer Basis. Hoffentlich. Problem ist jetzt nur gerade, dass ich einen Weg gemacht habe für die weiterhin in unsere Basis rein. Was jetzt nicht so schön ist. Aber das ersetze ich gleich, indem ich da die Mauer hinpflanze. Ja, bau also die stinknormale Mauer. Gib mir ganz viel Stein. Gib mir ein Water Begon. Ganz viel Landfill. Gut. Damit machen wir jetzt einen kleinen Unterabschnitt. Damit wir das häppchenweise auffüllen können. Dauert jetzt ein bisschen, aber okay. Dann wird das da abgerissen. Hier kommen noch 4 von denen hin. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch einen Boiler. Das setzen wir irgendwie ganz ordentlich davor. Fällt einfach 4 Boiler dahin. Und dann hierhin noch mehr von denen. Und dann wird weiter darauf gesetzt, dass wir mehr Akkus bauen, mehr bessere Solarpanels und. Ja, mehr Kapazitor, mehr Solarpanels. Achso, stopp. Vorher hätte ich eigentlich ganz gerne die Sachen, die ich haben wollte. Und zwar hier. Ganz viel Landfill. Gut. Wie viel brauchen wir? 94. Das dauert auch ein bisschen. So, und ich hätte gerne noch mehr Mauern, weil ich denke nicht, dass die paar, die wir gerade gebaut haben, reichen werden. Kann ich hier schon mal anfangen damit. Gut. Du. Einmal runter. Erste Mauer ist durch. Zweite Mauer ist in Arbeit. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Muster, auch wenn wir das Muster später gar nicht mehr brauchen. Aber ich benutze das Muster jetzt nur, damit ich weiß, wo ich welche Pfosten hinsetzen muss. Du. Dahin. Das heißt, da und da kommen die Türme hin. Hallo? So. Dumm. Dumm, 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 dumm. Was? Was? Kein einziger Turm? Das ist ärgerlich. Bessere Force Fields? Nee. Erforsch bitte Lab Efficiency. Go. Ich hätte schwören können, ich hätte mehr von den Türmen gebaut. Das ist sehr komisch. Na gut, dann setz erstmal die Türme hier hin. Damit wir überhaupt irgendwas in Verteidigung haben. So. Dann brauche ich noch mehr Stein und noch mehr Dämpfe. Du. Go. Um das hier dicht zu machen und das dann rüber zu ziehen. Ja, dann wirst du wieder angegriffen, das ist okay. Bräuchte ich eigentlich hier auch noch die ganzen Akkus. Damit ich weiß, bis wo ich das Muster ungefähr machen muss. Das waren immer 4, ne? Ja. Nein, nicht so. Weg. Dies, ja. Ende dann halt hier. Nicht gerade, das ist okay. Du baust den. Du baust den. Blub. Sehr schön. Okay, das heißt, wir können das jetzt abreißen. Da jetzt ja eh kein Wasser mehr kommt von euch, richtig? Wie machst du das?